Vom Getreide auf dem Acker zum fertig gedroschenen Korn. Heutzutage eine Sache von wenigen Minuten. Früher war allein schon das Mähen des Getreides mühsame Handarbeit. Und ein echter Knochenjob. So geht das Mähen dann doch etwas schneller. Mit diesem 6 Meter breiten Schneidwerk eines topmodernen Mähdreschers. Das Schneidwerk hier von dem Mähdrescher besteht zum einen aus dem Messerbalken. Der Messerbalken mit den dreieckigen Messern und den feststehenden Fingern schneidet die Getreidehalme ab, die dann auf den Schneidwerkstisch fallen, mit der Haspel Richtung Einzugsschnecke bewegt werden und von der Einzugsschnecke zusammengeführt werden und dem Einzugskanal übergeben werden. Durch den sie im Inneren des Mähdreschers verschwinden. Zum Dreschen. Auch dieser Arbeitsschritt war jahrhundertelang harte körperliche Arbeit. Die Körner mussten mit Dreschflegeln aus den Ähren herausgeschlagen werden. Im Mähdrescher versteckt sich das Dreschwerk im tiefsten Bauch der Maschine. Was man hier sieht, sind erstmal nur die Antriebe eines ausgeklügelten Systems. Das Herzstück des Dreschwerkes ist die Dreschtrommel mit den Schlagleisten und der Dreschkorb. Das Getreide kommt vom Schrägförderer, wird von der Beschleunigungstrommel auf eine hohe Geschwindigkeit gebracht und geht dann durch den engen Raum zwischen Dreschtrommel und Dreschkorb. Dort werden die Körner aus den Ähren gerieben und danach wird das Stroh mit den Restkörnern hier von der Wendetrommel auf die Hordenschüttler geworfen. Hier sehen wir jetzt das hintere Ende der Hordenschüttler. Auf den Hordenschüttlern werden die restlichen Körner vom Stroh abgeschieden. Womit das eigentliche Ausdreschen des Getreides auch schon erledigt wäre. Nach dem Dreschen sind die Getreidekörner noch mit Strohresten und Spreu vermischt. Hier in der Reinigung werden diese Teile mit einem Gebläse und mit diesen unterschiedlichen Sieben herausgereinigt. Ohne die ausgereifte Technik, die in modernen Mähdreschern steckt, wäre die Getreideernte heutzutage unvorstellbar. Vor 100 Jahren waren über 200 Arbeitsstunden nötig, um ein Hektar Getreide zu ernten. Ein Mähdrescher der jüngsten Generation benötigt dafür gerade mal eine Stunde. Ein Fortschritt, der nicht von heute auf morgen vonstatten ging. Vor der Erfindung einer Maschine, die alle Arbeitsschritte der Ernte auf einmal erledigt, stand die Mechanisierung der einzelnen Arbeitsschritte. In den 40er Jahren setzten sich sogenannte Mähbinder durch. Sie schnitten das Getreide nicht nur ab, sondern banden es auch gleich zu Strohbündeln zusammen. Die Dreschflegel wurden abgelöst durch Dreschmaschinen, die vom Prinzip her schon ähnlich funktionierten wie moderne Mähdrescher. Sprich, eine schnell laufende Trommel schlägt die Körner aus den Ähren heraus. In den 50er Jahren war es dann soweit. Die Mähdrescher begannen sich durchzusetzen. Zum Beispiel dieses Modell, Baujahr 1958, 45 PS. Jetzt erledigte eine einzige Maschine alle Arbeitsschritte der Ernte. Wenn auch bei weitem nicht so schnell wie heute. Die Mähdrescher wurden schnell größer, bekamen eine Kabine. Und so war es bald nicht mehr weit zu modernen Großmähdreschern mit bis zu 500 PS. Bequemer Sitz und Klimaanlage. Vom Knochenjob Getreideernte ist hier nicht mehr viel übrig. Dafür gilt es, eine Menge Technik im Auge zu behalten. Um diese hohe Leistungsfähigkeit, die Mähdrescher heute haben, auch umsetzen zu können, haben sie eine sehr umfangreiche Elektronikausstattung. Sehr viel Messtechnik, die überwacht, dem Fahrer kritische Zustände anzeigt und den Fahrer dabei unterstützt, die Maschine optimal einzustellen, also die höchste Leistung rauszubekommen. Ein moderner Mähdrescher kann also nicht nur schnell und effektiv Getreide ernten.
Er zeigt bei Bedarf auch ganz genau an, welchen Feuchtigkeitsgehalt das geerntete Getreide aufweist oder wie hoch der momentane Ertrag eigentlich ist. Kombiniert mit einem GPS-Gerät kann die Maschine dem Landwirt auch Daten zum lokalen Ertrag liefern, also genau anzeigen, an welchen Stellen eines Feldes das Getreide besonders gut oder besonders schlecht gewachsen ist. Billig ist das alles allerdings nicht. Moderne Großmähdrescher kosten, je nach Modell und Ausstattung, zwischen 200 und 350.000 Euro. Eines können sie trotzdem nicht. Dafür sorgen, dass bei der Ernte auch das Wetter mitspielt. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.